Es ist nie egal, auf welcher Seite einer steht. Sag Luis, die wird keine normale Reise nach Havanna machen. Gab's schon lange nicht mehr. 1000 Passagiere? Es sind Juden. Bitte? Flüchtlinge. Ich kann doch kein Schiff mit jüdischen Flüchtlingen füllen und zur gleichen Zeit antisemitische Elemente in der Crew haben, die die Passagiere quälen. Wir reden nicht davon. Aber wir müssen davon reden. Nein, Kapitän Schröder. Sagen Sie niemandem, dass Sie Jude sind. Absolut niemandem. Wenn Sie wirklich nicht wissen, wie Sie gehandelt hätten, dann wissen Sie schon. Dann hätten Sie wie ich gehandelt. Sie glauben, dass es einfach so vorbeigeht, ja? Herr Kapitän, man muss an die Zukunft glauben. Was habe ich sonst?